So, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das hier gesehen haben. Nein, Spaß. verstehst du? Stefan Raab, so. Kann man ein bisschen rüber, ich weiß nicht, ob du da richtig im Bild sitzt. So, das habe ich schon öfters gemacht. Nein, ich habe es gar nicht in einem Video gemacht, ich habe es einfach so gemacht. Aber ich mache das jetzt mit dir in einem Video, weil es wurde mit mir auch in einem Video gemacht, deswegen probiert er das mit dir auch. Ich weiß nicht, worum es geht. Sie weiß noch nicht, um was es geht. Sie ist überhaupt nicht eingeweiht. Ich habe gesagt, ich habe eine Idee für ein Video noch und jetzt weiß ich gar nicht Bescheid, was. Sie wird jetzt überrascht sein, bestimmt, aber ich werde dir jetzt zeigen, dass ich deine Gedanken lesen kann. Ich weiß, dass du es kannst. Ja, aber richtig jetzt so. Du musst jetzt zum Beispiel als allererstes, also ich stelle jetzt vier Fragen oder vier Sachen, an die du denken sollst und dann schreibe ich die auf, indem ich deine Gedanken lese und hinterher sagst du dann, was du gedacht hast, damit wir dann auch so einen Kontrollzettel haben. Ne? Also erstmal sage ich dir, was ich gesehen habe, gehört habe so und dann schreiben wir das hinterher auf, was du wirklich gedacht hast. Okay, kannst du mir folgen? Nee, okay. Nochmal für Blondie. So, okay, ich sag's jetzt nochmal. So, ich sag dir zum Beispiel, denk jetzt irgendwie an eine Zahl, jetzt mal als Beispiel. Und dann denkst du an die Zahl, ich schreibe sie mir auf, was ich jetzt empfange von dir. Ach so, und dann hinterher sagst du dann, nachdem ich dann aufgeschrieben habe, was ich empfangen habe, sagst du dann, was du wirklich gedacht hast. Damit wir einmal meine Sache haben, die ich aufgeschrieben habe und dann das, was wirklich war. Okay. So, okay. Als erstes fangen wir an, denk mal an ein Tier. Das ist Jirke. Ja, denk an ein Tier, egal was für ein Tier. Denk an ein Tier. Okay, denkst du auch dran? Na, noch nicht so ganz. Ja. Noch nicht so ganz. Denk mal richtig fest an das Tier. Okay? Ich weiß, ich habe eigentlich keine Probleme, deine Gedanken zu lesen, aber es ist teilweise dann doch ein bisschen kompliziert. So, ich mache den Zettel, falte den Zettel zusammen. Du nimmst den in die linke Hand, das ist der, wo ich. Da machen wir jetzt die Zettel alle rein, wo ich jetzt vorher deine Gedanken gelesen habe. Komm alle in die linke Hand. Okay. Und in die rechte Hand gebe ich dir dann die, was du dann wirklich gedacht hast. Okay. So, an was für ein Tier hast du gedacht? Jetzt können wir das ja aufschreiben. Sag. An ein Degu. An ein Degu. So schreibt man das, oder? Degu. Ja. Okay. So, ich hoffe. Die Hände werden immer schwitzig, ey. So. Dann Degu. Die Zettel falten mir jetzt einfach nur so. So. Die musst du dann so festhalten. Und die anderen sind nochmal gefallen. So. Okay. Dann hatten wir die erste Frage. Du hast an ein Tier gedacht. Jetzt denke mal an eine Person. Okay. Denke an eine Person. Namen einer Person, an eine Person selber, mhm. Freunde oder so. Mhm. So, okay. Warte. Na. Ah. Sie versucht es ein bisschen zu verstecken. Sie macht es nicht einfach, sie macht es nicht einfach. Sie macht es nicht einfach. So, okay, jetzt sagst du, an wen du gedacht hast. Okay, ich weiß, an wen sie gedacht hat. Ich schreibe jetzt einfach mal auf. Wir müssen es aber trotzdem. Ich habe keine Namen. Wir müssen es aber trotzdem ins Bild zeigen. Also so ist es nicht. Du kannst es auch sagen. Wollen wir ihm einen Decknamen geben? Oder wir können das auch einfach nicht als Video. Oder wir können es einfach mal drehen und können es halt nicht als Video raus. Wir können auch Steven schreiben. So, also. Vielleicht versaue ich das jetzt auch gerade voll mit dem Gedanken, ist aber egal. Wir nennen ihn jetzt einfach mal, weil ich habe jetzt schon Teile aufgeschrieben. Mann! Also das Teil hast du gesagt, also wen sagen wir denn jetzt? Das, nee, das geht doch kein, wir machen das doch nicht als Video. So. Doch.
Doch! Ja, dann sag doch. Ja, mach einfach jetzt Trailer. Dann, nachdem du an einen Namen gedacht hast, denk mal an einen Urlaubsort. Denkst du an einen Urlaubsort? Okay. Ich hab's gemerkt. Du hast einen Urlaubsort gedacht und ich hab's echt nicht richtig empfangen, sag ich mal. Du hast dich echt so verschlossen, sag ich mal, beim Denken. Okay, an welchen Urlaubsort hast du denn gedacht? Malediven. Malediven. So, ich hoffe, das ist richtig geschrieben. Malediven. Scheiße. Ach ja, richtig. So, meine Lieben. So, und weil das jetzt am Ende ja so schwierig gemacht hat, dass ich jetzt nochmal kontrollieren muss, ob ich auch wirklich deine Gedanken lesen kann, denkst du jetzt einfach mal nur an deinen Namen. Okay? Zum Beispiel an Jackie. Denk jetzt einfach nur an Jackie. Ich muss jetzt nochmal gucken. Ich weiß jetzt, dass du an Jackie denkst. Ich muss nur gucken, ob ich das auch wirklich richtig empfange. Also denkst du an deinen Namen. Okay? Selbst deinen Namen denkst du irgendwie verschlossen. Das ist nicht normal. Warum verschließt du dich jetzt so? Sonst kann ich auch deine Gedanken lesen. So. Okay. Jetzt müsstest du in beiden Händen 4 Zettel haben, oder? 3. 3 und 4. Nee, 3 und 4. Ich hab schon wieder verkackt, glaube ich. Warte mal. Achso, 3 und 4. Warte mal. Hä? Hm. Hast du die Zahl vergessen? Nee, das Zahl war doch nicht so als Beispiel. Ich hab doch jetzt hier 4 Zettel, oder? 4 Zettel habe ich auch geschrieben. Ja, deine 4 Gedankenzettel. 3. Das waren 3, was ich gedacht habe und einer. Achso, genau, jetzt fehlt noch der, wo du an deinen Namen gedacht hast, genau. Jackie, gell? So. Ach, hast du den auch gleich auf? Wieso habe ich denn jetzt 4? Ja, Dein Lösungszettel mache ich, deinen anderen Zettel. Den habe ich jetzt verpeilt. Ach so. Okay. Jetzt haben wir es, okay. Ich habe beim letzten Mal, wo ich es jetzt mit anderen Leuten gemacht habe, auch gedacht, ich habe es verkackt. Ich denke das immer mit, ich habe es verkackt, weil ich dann durch das Gedankenlesen irgendwie ein bisschen irritiert bin, wenn die Leute sich verschließen. Weil je weiter es in die letzten Fragen geht oder letzten Sachen, an die sie denken sollen, verschließen sie sich immer mehr. Deswegen ist am Ende eigentlich nur dieser Kontroll-Dings, dass sie an ihren Namen denken sollen, nur um zu sehen, ob das dann funktioniert. Deswegen haben wir jetzt hier die 4 Kontrollzettel. Und in der anderen Hand hat sie die 4, an die sie wirklich gedacht hat. Und die darf sie jetzt mal aufmachen. Haben die jetzt eine besondere Reihenfolge? Nein, du kannst jetzt mal einen aufmachen, weil wir haben, das sind ja die, wo ich vorher aufgeschrieben habe, wo du dran gedacht hast. Check hier. Zum Beispiel dein Name. Mit IY erst dran gedacht. So, das haben wir hier auf. Jackie. Woher damit? Ich halte mal in die Kamera, warte mal, noch nicht aufmachen. Hier sind die beiden Zettel. Gedankenzettel, Kontrollzettel. Hier, so. Okay, dann machst du den nächsten auf. Das war dann das Degu. Das waren deine Gedankenzettel. Dann haben wir hier die Kontrollzettel, die kann ich ja schon mal aufmachen. Die Malediven, das waren ja die alles immer hinterher geschrieben haben. Das Degu. Der Degu, das Degu. Hä? Wie kannst du beide Zettel? Hä? Das Degu, Gedankenzettel, Kontrollzettel. Nächster Zettel aufmachen. Ey Leute, ich hab grad echt ein bisschen Angst. Nächster Zettel aufmachen. Ja,
das wäre jetzt nicht so schwer. Nee, das hat man sich ja, das habe ich mir so quasi schon denken können. Kontrollzettel, Gedankenzettel, Kontrollzettel. Und der letzte. Hä? Ist auch richtig. Der Gedankenzettel, Kontrollzettel, Malediven. Dankeschön, bitteschön. Wie ging das? Wie ging das? Mhm. Gedanken lesen. Nein! Doch! Meine nein. Damen und Herren, das war das Gedankenlesen-Video. Meine Damen und Herren, das wisst war das Gedankenlesen. Wisst ihr was, bei den Malediven, ich habe noch nicht mal Malediven gedacht. Ich habe schon Malediven gedacht, ja, dann habe ich Italien gedacht, dann habe ich... Ich habe Verschiedenes gedacht. Siehste? Du hast Malediven gedacht. Meine Damen und Herren, das war das Gedankenlesen-Video von der Jackie. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sie bedankt sich auch. Sie ist nur ein bisschen irritiert jetzt gerade, aber sie bedankt sich auch fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.